Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hotstock Report. Und Hotstock Report bedeutet natürlich Florian Zöllner. Hallo Flo. Grüß dich, Andi. Wir fangen heute an mit einem chinesischen Unternehmen, nämlich mit Baidu. Du hast uns ein Video mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Ja, sieht schon mal sehr schön aus. Wir haben, glaube ich, gleich am Start ein neues Roboterauto, eine Selbstfahr-Taxiflotte. Wieder die nächsten 3 Jahre werden schon die ersten 1000 gebaut, eben von der China, Google, Baidu. Die gehen jetzt hier voran. War schon immer klar, Baidu ist gerade bei künstlicher Intelligenz hier auch sehr wichtig für das Thema. Sehr weit vorne haben uns KI-Legenden wie Professor Hochreiter bestätigt. Gerade auch Baidu ist hier wirklich auch technologisch vorne, muss sich nicht verstecken. Jetzt sogar auch die News, dass man quasi intern ausgegründet hat, die KI-Sparte, die Sparte für künstliche Intelligenz, und hier schon eine 2-Milliarden-Bewertung erreicht hat, Baidu. Was doch relevant ist, Market Cap zwar insgesamt 70 Milliarden, aber hier geht es voran. Also wir haben ja viele Impulse und, wie ich finde, auch eine sehr schöne Charttechnik. Ausbruch, Bodenbildung, jetzt nach oben weg, kann man durchaus sich jetzt mal eine reinlegen. Wer sie noch nicht hat, würde ich hier mit Stopp und Trade eingehen. KGV 17 für nächstes Jahr, für in Asien eine führende KI-Aktie sozusagen und Internet-Aktie. Ist das günstig? Also hier durchaus mal eine Kaufempfehlung, sich mal eine Baidu reinzulegen. Dann schauen wir mal ein bisschen auf die Autobranche. Wir fangen an mit Tesla. Panasonic hat zuletzt bekannt gegeben, die Anteile abgegeben zu haben an Tesla. Was bedeutet der Schritt für Tesla? Wir haben ein Mini-Kaufsignal, haben aber noch sozusagen den Kampf nicht entschieden, ob wir hier wirklich rausgehen. Also Trader mit engem Stopp können hier sogar theoretisch aufgrund der Charttechnik mal reingehen. Aber ich würde hier, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig bleiben aufgrund der enorm hohen Bewertung. Wir haben vielleicht noch mal kurz eine Einblendung von Michael Burry, heißt er. Also ein legendärer Shortseller, der eben bei GameStop und Co. Short ist und hier auch bezogen auf GameStop sagt, unnatürlich wahnsinnig gefährlich, sagt er, hat natürlich schon viel Geld verloren und verpasst. Sein Timing war nicht gut, aber er ist auch mit rund 500 Millionen eine Wette eingegangen, Short bei Tesla. Sollte man im Hinterkopf behalten. Aktuell ist er auf der falschen Seite, Tesla mal wieder Momentum aufgenommen, aber hier gibt es gewisse Risiken. Dann schauen wir mal auf Volkswagen, machen mit der Autobranche weiter. Volkswagen hat sich jetzt geäußert zum Abschied vom Verbrennermotor. Zwischen 2033 und 2035 soll es soweit sein. Wie siehst du denn die Rolle von VW in Zukunft, was die Autobranche weltweit angeht? Ja, absolut, absolut stark. Schon mal die Masseneffekte, Skalierungseffekte aufgrund der großen Markenstärke und natürlich der Breite, 10 Millionen Autos plus. Und du sagst es, künftig auch voll elektrisch, schon dieses Jahr in Europa vorbeigezogen an Tesla. Audi will noch früher aussteigen, die Marke VW, wie du sagst, immer 2033 dann eben keine Verbrenner mehr verkaufen. Und Lamborghini und Co. sind sehr beliebt bei Stars in der Bitcoin-Branche. Also starke Marken, Porsche, Börsengang möglich. Also für mich bleibt es mit KGV 7 übrigens ein Langfristfavorit. Wir hatten ja mal ein paar Gewinne mitgenommen, aber ich gehe davon aus, dass wir uns bald wieder nach oben entwickeln können bei Volkswagen. Dann schauen wir mal auf Daimler. Auch da gab es Aussagen zur Truck-Sparte, soll Ende des Jahres an die Börse gehen. Wir sind die Aktie jetzt zuletzt ein bisschen seitwärts unterwegs. Wie siehst du Daimler aktuell? Auch Daimler, KGV 7, auch Daimler, starke Elektroautos, das ist so die Perspektive. Und natürlich bei Software ist Tesla noch vorne, weit vorne, aber Daimler hat jetzt auch angekündigt, beziehungsweise JP Morgan hat es nochmal aufgegriffen, es werden 3000 Programmierer, Fachleute eingestellt. Bis 2024 will man ein eigenes Betriebssystem dann programmieren. Also man geht in die richtige Richtung. Wer sie hat, auf jeden Fall laufen lassen. Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir hier nach oben rausgehen. Wer sie noch nicht hat, kann hier auf das Kaufsignal warten. Dann schauen wir mal auf Warta. Warta hat sich zuletzt ja im Thema Elektromobilität auch positioniert. Porsche als Kunden gewonnen. Wir sehen die Aktie auch angezogen. Heute wird eine Fabrik eingeweiht von Warta. Es geht um Fitnessuhren. Dafür will Warta auch leistungsstärkere Batterien herstellen. Wie interessant ist die Sparte? Ja, absolut weiterhin interessant. Hier ist mehr führend, hat die Energiedichte um 30% gesteigert. Wir hatten jetzt die tolle News mit Porsche. Wir haben sie jetzt auf der Empfehlungsliste auch wieder aufgenommen im Hotstock Report. Jetzt könnte man, wenn man sie hat, würde ich sie unbedingt laufen lassen. Es ist intakt, spannend. Es kann ja auch neue Partner gefunden werden. Kurzfristig gab es hier mal jetzt einen großen Kampf, Bullen gegen Bären. Top News, da kann ein gewisses Sell und Good News könnte kommen. Wer sie noch nicht hat, würde ich einmal warten bei neuem Momentum rein. Ansonsten kann es auch nochmal konsolidieren, aber eine sehr spannende, tolle Aktie und Firma vor allem aus Deutschland. Dann schauen wir mal auf das Thema Drohnen und auf FACC. Da hattest du ja in der letzten Woche schon angekündigt, du hattest ein Gespräch mit dem CEO von FACC, nämlich Robert Machtlinger. Und da wollen wir jetzt gleich mal ein bisschen reinhören, würde ich sagen.
Genau, er äußert sich eben zu Flugdrohnenkooperationen. Ja, wie erwähnt, wir setzen ja nicht nur die Karte auf ein Pferd, sondern gehen da auch ein bisschen mehr in die Breite. Und das Schöne ist, vor 3, 4 Jahren waren das sehr hochinnovative Forschungsprojekte, und mittlerweile geht es mehr und mehr in eine Phase, wo man merkt, wie die Businessmodelle auch beginnen zu funktionieren. Und die Prognosen, die wir uns da gelegt haben, so ab dem Jahr 2023, 2024, doch merkliche Umsätze zu machen, die scheinen aufzugehen. Speziell auf doch dem einen oder anderen Projekt gibt es doch mittlerweile gute Fertigungsbedarfe in den bereits gesagten Jahren 2023, 2024. Also das wird funktionieren für uns. Genau. Ja, was Genau, nimmst du so damit ganz mit? grob. Also es geht voran, klar, als Zulieferer für Airbus und Co. in gewisser Weise schon in der Krise, aber er sagt, dass die Zeichen für Wachstum kehren zurück und eben auch der Plan bis 2030, Bereich Raumfahrt und Flugdrohnen, wo wir mit EHang schon eine enge Kooperation hatten. Er hat nochmal bestätigt, EHang sind ein junger Startup, agil, auch professionell arbeiten sie, also ein kleiner Vertrauensbeweis vom Partner FACC. Und FACC ist sozusagen nicht so riskant wie EHang als österreichische Firma. Aber auch hier geht es voran. Bewertung wird KGV nächstes Jahr noch über 30 liegen, dann aber dank Margensteigerung auf 17, 18 fallen laut Analysten. Also du hast eine Beimischung wert, weil auch nochmal nachzulesen im Hotstock Report natürlich auch das komplette Interview, weil natürlich weiterhin die Spekulation im Markt ist, dass vielleicht FACC eben auch Teile für Amazon für seine Lieferdrohnen liefert. Also durchaus weiterhin möglich, dass hier bald ein Kaufsignal kommt. Wir sehen ja, es geht jetzt sehr, sehr lange schon seitwärts. Bedeutet ja häufig dann, wenn die Aktie ausbricht, dann so Genau, hier richtig. sammelt man so ein bisschen Kraft an. Das ist ja auch die Idee an der Turnaround-Formel. Natürlich wäre hier sozusagen aufgrund ein Turnaround-Formel-Signal noch nicht gegeben, weil wir wollen hier den Ausbruch sehen. Aber die Chancen sind schon gegeben, dass es die Talsohle durchschritten ist in der Branche und auch dank neuer Projekte, auch mit ökologischen Materialien im Innenleben von großen Flugzeugen, ist man richtig auf der richtigen Seite unterwegs. Dann kommen wir mal zum Thema Wasserstoff und schauen auf Plug Power. Da haben wir in der vergangenen Woche schon über die Zahlen von Plug Power gesprochen. Wir sehen die Aktie, der Kurs bewegt sich jetzt so ein bisschen um die 200-Tage-Linie rum. Wie stehen die Chancen, dass es darüber hinausgeht? Ja, ich würde mal sagen, Chancen gegeben. Plug Power ist für mich sozusagen der Favorit von den Pure Plays im Bereich Wasserstoff. Man sieht hier jetzt tatsächlich einen großen Kampf. Einerseits war Handelsvolumen recht stattlich nach oben, aber auch nach unten konsolidiert. Ist noch nicht entschieden, ob wir hier weitergehen. Aber ich hatte jetzt heute früh nochmal Kontakt zu einem Wasserstoffunternehmer, der auch schon ganz groß die Kooperation mit Renault und Plug Power gelobt hatte, der eben sagt, er sieht wieder sehr viel Rückenwind, die Projekte gehen wieder voran, es läuft richtig wieder heiß im Sektor. Nach Corona hat man scheinbar gut überstanden. Also durchaus möglich, dass News kommen. Plug Power CEO hatte ja darauf hingewiesen, Amazon brummt so, der Kunde dank E-Commerce-Boom bestellt viele Wasserstoffsysteme in seinen E-Commerce-Lagern. Aber auch ein fünfter Großkunde gibt es wohl die Chance auf News, wie er im Konferenz-Call gesagt hat. Ist ein Zockerpapier, sehr hoch bewertet, weiterhin Chance gegeben, dass wir hier den Rebound mal weiter verfolgen. Und auch noch die Konkurrenz mit ins Boot nehmen, nämlich auf Nel mal schauen. Nel hat zuletzt verschiedene Kooperationen bekannt gegeben. Wir sehen, für die Aktie ging es jetzt zuletzt wieder ein bisschen nach oben. Ist es ein Hoffnungsschimmer oder sogar mehr als ein Hoffnungsschimmer? Hoffnungsschimmer würde ich sagen, ja. Hier sieht man es noch klarer als bei Plug Power, dass man hier einfach einen Abwärtstrend ist, enorm hoch bewertet. Würde ich aktuell auch nicht long neu anfassen. Klar, Rebound gestartet, aber dann kann es natürlich sein, dass wir hier oder hier auch mal anstoßen. Verfolgen, teuer, eines Tages kommt Wasserstoff wieder, aber ich glaube dann eher an Solar, dass das noch stärker kommt in diesem Jahr, in der zweiten Jahreshälfte. Dann ist jetzt unser Thema Bitcoin. John McAfee ist gestorben in der vergangenen Woche, glaube ich. Du hast ihn ja selber kennengelernt, Gründer der gleichnamigen Antiviren-Software, hat sich auch immer wieder zum Thema Bitcoin geäußert. Was hast du aus seinen Aussagen mitgenommen? Genau, ich habe ihn ja einmal getroffen damals. Ich glaube, wir haben ein schönes Video dazu. Gab es mal eine große Konferenz mit den ganzen Bitcoin-Stars. Da sind wir hingeflogen, der Aktionär, und haben uns das mal angeschaut. Haben viele illustre Typen getroffen, Roger Ver zum Beispiel oder Brock Pierce zum Beispiel. Interview so am Pool mit einem Gläschen getrunken, so ein damaliger Kryptomilliardär.
und Tom Waits sehen wir gleich auf der Bühne mit offenen Händen. Es war eine sehr lockere Atmosphäre. Bob Lee hatten wir auch im Gespräch. Einfach mal kennenlernen, was ist da los in der Szene. Und dann, was am schwierigsten war, war eben mit McAfee zu sprechen. Der war abgeschirmt mit Bodyguards. Da haben wir ihn, Ich musste dann 2 Tage mit einem Bodyguard sprechen, bis ich dann endlich mal durchkam. Am Ende hat seine Frau gesagt, komm, lass doch den kleinen Deutschen einmal ein Interview machen mit mir. Und war dann recht nett. Also der ist ein bisschen die dunkle Seite, hat gesagt, er hat unten einen Vortrag gehalten. Das war schon beängstigend. Der hat damals schon gesagt, es droht ein Atomkrieg. Wenn wir eine eigene Währung machen gegen die großen Notenbanken, es wird richtig brutal werden. Das ist ein bisschen hängen geblieben, weil tatsächlich in diesen Tagen sieht man es, Binance darf nicht mehr in England angeboten werden. Da droht ein großer Wettkampf. Je größer Bitcoin wird, desto mehr müssen ja die Notenbanken darauf reagieren, wenn immer mehr Geld hier abfließt in so eine neue Währung. Das war die große Warnung von ihm. Klar hat er auch immer hohe Kursziele gehabt. Also er war sehr umstritten und sicherlich sehr fragwürdig, was er gemacht hat. Aber jetzt mal als kleiner Nachruf. War auch beeindruckend, seine Präsenz auf der Bühne, und ich würde mal seine Warnungen noch mal ein bisschen in Erinnerung behalten. Er sagt, das darf nicht unterschätzt werden, dass da auch mal nach den großen Anstiegen mal ein Gegenschlag mit großer Regulierungswut kommen kann. Charttechnisch hier noch eine Konsolidierung. Ich bin ja selbst investiert und Trader aktiv, glaube an die Idee, aber wie immer wenig einsetzen, Risiken sind gegeben und werden nicht weniger. Ja, und die Geister scheiden sich ja tatsächlich auch am Bitcoin. Wir haben es in der Vergangenheit erlebt. Elon Musk erst den Bitcoin gelobt, dann mit seinen Tweets eher nach unten gezogen. Jetzt hat er sich mit Jack Dorsey so ein kleines Battle über Twitter geliefert. Die beiden wollen sich jetzt mal treffen und sich über den Bitcoin austauschen. Am 21. Juli soll es soweit sein. Kann das denn Bitcoin dann nochmal Impulse geben? Ja, ich habe jetzt auch gesprochen mit Christoph Oberede. Er wiederum glaubt ja, dass Elon Musk hier in Richtung Dogecoin eher geht, Bitcoin aufgrund des hohen Energieverbrauchs tatsächlich nicht mehr so spannend findet. Umgekehrt sein Jack Dorsey eben schon. Kann sicherlich Impulse geben, aber ich würde es jetzt nicht so sehr darauf aufhängen. Du sagst es, es ist auch schwer vorherzusehen, was die Herren entsprechend dann twittern zu dem Thema. So ist es. Wir werden es auf alle Fälle verfolgen. Und schauen jetzt mal auf die Solarbranche. Jinko Solar, vergangene Woche Zahlen vorgelegt. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, die Zahlen waren, die Marge ist leicht gesunken gegenüber dem Vorquartal, aber man hat da Probleme im Solarmarkt. Grundsätzlich die letzten 10 Jahre um fast 90% gefallen die Kosten für Solarsysteme. Da machen wir eine schöne Grafik. Übrigens nach den Zahlen eine schöne Reaktion. Durchaus möglich, dass der Rebound weitergeht. Gefällt mir an sich gut, weil Jinko Solar gesagt hat, hier sieht man, man ist schon Kostenparität eben mit klassischen Energien. Also ist teils schon in bestimmten Regionen günstiger, ein neues Solarkraftwerk aufzubauen, als ein Kohlekraftwerk weiter zu betreiben. Also hier geht es stark voran. Aber nachdem die Kosten deutlich gesunken sind, dieses Jahr in Deutschland beispielsweise, habe ich gerade mal nachgeschaut, rund 5% gestiegen die Solarmodulkosten, weil Jinko Solar weiß darauf hin, wir haben immer noch das Problem steigende Containerkosten. Hatten wir schon im Vorfeld mal spekuliert, ist ruhig bei dem Thema. Du hast, kann das auch die Solarbranche betreffen. Das ist noch nicht ausgestanden, aber Jinko Solar sagt, man hofft auf Besserung im zweiten Quartal, auch weil die Siliziumpreise dann sich ein bisschen stabilisieren könnten, die ja auch stark gestiegen sind. Und auch nochmal der Hinweis von Jinko Solar, womit Sie absolut recht haben, die nächsten Jahre geht man von signifikantem Wachstum aus, so im Conference Call. Also ich glaube auch, es ist ein guter Zeitpunkt, mal ein bisschen Solar beizumischen. Wir haben im Depot 2030 jetzt am Freitag ganz frisch eine andere Solartransaktion gemacht und eine Wasserstofftransaktion. Und hier haben wir auch SMA Solar, ist auch im Depot. Und auch hier durchaus Lebenszeichen jetzt vorhanden. Ich setze hier lieber auf Technologiefirmen, die nicht nur Module machen, die auch recht hohe Transportkosten haben, sondern eben technologisch mit den Wärtern und beim Elektroautoladen stark vorangehen. Natürlich abhängig, dass Großprojekte wieder mehr gebaut werden. Aber SMA Solar, auch hier die Chance nach der Konsolidierung, dass wir hier bald durchstarten. Ich denke, die Zeit kommt wieder stark von Solar. Unser nächster Wert ist jetzt Hornbach, hat Zahlen vorgelegt in der vergangenen Woche. Und sieht ein bisschen komisch aus. Müssen wir mal schauen, ob das tatsächlich der richtige Chart ist. Ich glaube fast nein. Weil kann schon sein. Kann aber erzählen, was passiert ist. Die Aktie ist lange konzertiert und man sieht es hier im Trend eben selbst was machen im Garten. Durch Corona befeuert ich hatte ja gesprochen mit dem Sprecher von Hornbach Müller, der schon darauf hingewiesen hatte vor den Zahlen. Er sagt, keiner ist so gut aufgestellt mit Bereich Internet und online bestellen und abholen. Es gab ja große Verwerfungen wie Hornbach. Man hat die letzten Jahre extrem viel investiert gehabt in die Digitalisierung. Zahlt sich jetzt aus, man gewinnt Marktanteile.
idealo.de haben es auch schon vorab zugerufen gehabt. Es läuft richtig gut, wie die Leute Hammer etc. online bestellen, auch bei Hornbach. Also E-Commerce boomt. Und jetzt die Zahlen, das eigentlich Sensationelle aus meiner Sicht war eben, dass Analysier, also hochgerechnet auf ein Jahr, schon 1 Milliarde Umsatz gemacht wurde. Sehr relevant bei rund 2 Milliarden Umsatz, also Internetumsatz gemacht wurde. Wir sind hier, das ist ein bisschen klein, fällt es aus, das sind 20% plus. Wir haben es im Depot 2030, mussten ein bisschen Geduld mitbringen, aber das ist für mich jetzt eher der Startschuss. Ich glaube, es geht weiter. Mit KGV 9, wer sie noch nicht hat, kann durchaus sie sich weiter beimischen. Zumal das Wetter jetzt hoffentlich auch mal besser wird. Absolut, es ist ja ein bisschen die Frühlingssaison gedämpft gewesen wegen den vielen Regen, aber jetzt spielt das Wetter auch wieder mit, hoffen wir doch. So, dann wollen wir auch die Reddit-Gemeinde nicht außer Acht lassen in unserer Sendung. Wir schauen nochmal auf AMC Entertainment. Was gibt es hier Neues? Genau, wir hatten ja viele Reaktionen. Man sieht hier gerade junge, aktivistische Investoren sind hier investiert und freuen sich über jeden Kursanstieg, was ja gut geklappt hat, muss man auch mal Hut absagen. Hier waren es rund 650%, hier auch rund, je nachdem, wo man es sieht, rund 650% nach oben gegangen. Wir hatten hier große Leserbriefe auch bekommen. Ich glaube, du hast den auch bekommen. Ich habe dann angeboten, komm, lass uns mal darüber sprechen. Ich habe Fragen geschickt, auch gerne in der Sendung, mein Statement von der AMC-Community. Interessiert mich sehr, das ist ja ein neues Phänomen sozusagen in der Branche. Es sind sehr viele Junge dabei. Hier geht es richtig ab, der Kampf auch gegen Shortseller. Es wird dann nicht gewollt, sich zu äußern. Ich habe dann trotzdem noch einen gefunden, einen AMC-Investor, der mir mal ein bisschen Details dazu gesagt hat. Was ist die Motivation eigentlich? Wir haben uns dann darauf geeinigt, klar, es ist überbewertet. Es gibt jetzt keine Vision, wie die Bewertung normal sein kann. Aber klar, es geht im Kampf gegen Schwarzseller, die am falschen Fuß erwischt sind. Kursziele kursieren hier bis $420, ist die Hoffnung. Aber ich habe auch gefragt, was ist mit den Leuten, die jetzt einsteigen, vielleicht spät? Ist nicht die Gefahr, dass die Aktie dann irgendwann fällt, wenn sie zu teuer bewertet ist jetzt schon? Da war dann die Aussage, klar kann das passieren, kann sich auch langfristig wieder bei $10-20 einpendeln, Zitat. Und insofern kann es auch ein Sammelobjekt, so eine Aktie sein. Hier ging es eben darum, so aktivistisch gemeinsam mal gegen die Großen vorzugehen, kleine Beträge all in zu gehen. Und ja, ist eine spannende Geschichte. Wir haben auch lange diskutiert, wir machen vielleicht mal eine Sondersendung dazu, wie böse sind Shortseller an sich. Ich habe dann auch, wir haben dann auch ein bisschen uns ausgetauscht. Ist Shortselling immer böse? Angenommen, wir haben jetzt gerade einen Bauboom. Küchen sind ausverkauft, ein Küchenhersteller. Und die Küchen sind leergefegt. Ein Küchenhersteller sieht, die Preise sind gestiegen von 10.000 auf 100.000 für eine Küche. Aber die Leute wollen immer noch Küchen kaufen. Dann kann er ja eine Küche verkaufen für 100.000 und sagen, ich liefere sie aber erst. Ich habe sie gerade nicht. Ich liefere sie erst in 3 Monaten, liefere sie nach und darauf hoffen, dass dann die Preise, das Nachvollziehbar wieder sinken. Das wäre sozusagen auch schon Short Selling und ja noch nicht an sich böse. Knifflig wird es dann nur, wenn dann jemand, Spekulanten, das erkennen den Engpass und sagen, wir kaufen alle Küchen auf. Er muss in 3 Monaten statt für 100.000, für 200.000 Euro dann die von uns abkaufen, um sie den Kunden zu liefern. Das, Ähnliches passiert gerade hier. Wir bleiben mal dran und vielleicht kriegen wir noch mal ein Video-Statement von der Community. Ich finde es toll, dass sich junge Leute dafür interessieren, aber ist alles möglich in beide Richtungen und es ist eben fundamental schwer einzuschätzen und tue mich schwer, da neue Anleger da jetzt zu empfehlen, hier reinzugehen. Wie lange glaubst du, hält dieses Phänomen an, dieses Reddit-Phänomen? Ja, grundsätzlich, dass die Leute sind da, die zocken gerne, es wird weitergehen, vielleicht auch bei anderen Aktien. Ich bin überrascht, wie schnell es hier und hoch es hier nochmal ging. Am Ende ist, ein Ringen zwischen Schwarzsellern und Kleinanlegern. Kann ich vorhersagen, wie weit es geht, aber wie gesagt, hier haben wir rund einen ähnlichen Anstieg wie hier. Muss jeder für sich selbst wissen, ob er damit zockt oder bei Aktien, die fundamental greifbarer sind. Auf alle Fälle ein hochspannendes Thema, das wir weiter verfolgen werden. Genau. Einen Wert haben wir noch dabei, nämlich Virgin Galactic, und da müssen wir natürlich drauf schauen. Wir sehen es hier oben bei der Anzeige, plus 39% vergangenen Freitag. Kann man lassen, ne? Toll, hat uns gefreut, ist ja auf der Empfehlungsliste vom Hotstock Report. Und das ist auch ein Zockerpapier, wo aber irgendwo es noch nachvollziehbar ist für mich. Ist ja nicht sehr teuer, eine der teuersten Aktien, die wir empfehlen. Und hier mal die schönen Bilder, man kann hier durch das All schweben. Jetzt gab es eben von behördlich grünes Licht, ihr dürft Passagiere mitnehmen ins All. Spannende Aktie, jetzt kurzfristig natürlich heiß gelaufen, bei Schwäche, aber durchaus eine kleine Position kann man einsetzen. 2027, weit weg, kommen dann die Umsätze, sinkt das KGV.
auf 80 und man sieht es hier bei Konkurrenten, werden teils schon Millionen gezahlt für die ersten Tickets da hochzureisen. Bei 20 Millionen Millionären weltweit gibt es einen Markt für dieses Thema. Wer sie hat, ich würde durchaus mal die Gewinne, falls vorhanden, laufen lassen, Neuensteiger eher mal auf Konsolidierung setzen. Wie groß ist die Gefahr, dass es mal wieder so einen Rücksetzer gibt, wie im Februar, März gesehen? Die Gefahr ist groß, aber natürlich ist jetzt auch die Chance gegeben, dass die Zeit der schlechten Nachrichten jetzt erstmal vorbei ist. Wenn man durchstarten darf, man sieht ja auch ein massives Kaufsignal, hohes Handelsvolumen. Natürlich immer möglich, dass das passiert, aber die Chance ist gegeben, aus meiner Sicht, dass wir hier noch ein Stückchen erstmal weitergehen. Dann lassen wir das mal so stehen. Flo, ich danke dir für deine Einschätzungen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.